Heute sprechen wir darüber, wie Pétanque entstanden ist. Pétanque wurde 1907 in La Ciotat in Südfrankreich erfunden. Das Wort kommt von dem provenzalischen pied tanqué und pied tanqué bedeutet vereinte Füße. Also, wie stellen wir uns in den Kreis? Man soll die Füße direkt nebeneinander stellen, aber heutzutage erlauben es die Regeln, sie etwas zu öffnen. Die Hauptsache ist, im Inneren des Kreises zu bleiben und für den Anfang schlage ich vor, die Füße geschlossen zu stellen, um die Regeln genau zu befolgen. Auf geht's zur nächsten Runde.